voll die langen Schlangen hier. Alle wollen sie rein, weil heute Rolex Grand Prix ist. Aber das Gute ist, mit so einer Akkreditierung kann man einfach mal an den Schlangen vorbeidüsen. Ich glaube, ich mache mich jetzt gerade nicht beliebt, aber ich muss ja arbeiten. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in Aachen. Genauer gesagt, schaut mal, mitten auf dem heiligen Rasen. Wir sind ja beim CHIO, das dieses Jahr aber nur das CHI ist, weil im Sommer eben die große Europameisterschaft hier stattfindet. Und guckt euch das mal an. So sieht es aus, wenn eben noch nichts los ist, ganz früh morgens. Und im Moment ist es noch ganz schön bitterkalt. Normalerweise ist die Veranstaltung ja im Sommer. Das geht jetzt natürlich nicht, weil die EM im Sommer ist. Und für Ende Mai muss ich sagen, es ist wirklich bitterkalt. Aber ich hoffe, dass ich jetzt hier bei meinem Team irgendwie mal einen warmen Kaffee kriege. Und dann morgens nichts ahnt, ist man hier und wird direkt von der Seite angepöbelt. Einen wunderschönen guten Morgen. Freust du dich, dass du in meinem Video bist? Natürlich. Hallo. Ich bin der Frank und ich sitze den ganzen auf dem Richterturm, habe den besten Ausblick. Genau, er hat den besten Ausblick und er erzählt mir jeden Tag abends immer, oh Hansen, was hast du denn da schon wieder gesagt? Gestern habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Ich habe aus Versehen Chio gesagt. Hätte ich fast für aufs Dach bekommen. Genau. Guckt mal, das hier ist der sagenumwobene TV-Compound, wo keiner rein darf. Naja, sonst ist er auch ein bisschen größer. Wir sind ja jetzt dieses Wochenende ein bisschen kleiner. Aber trotzdem stehen hier überall so, guckt mal, so LKWs und Container und Übertragungswagen. Jetzt haben wir gerade unseren Plan bekommen. Guckt mal, alle haben einen Plan in der Hand. Der sieht ungefähr so aus. Und da stehen ein Haufen schlaue Dinge drauf, an die wir versuchen, uns zu halten. So, ihr Lieben, und jetzt stelle ich euch nicht nur einen vor, sondern mehrere Leute vor. Und das sind wirklich beim CHIO ganz, ganz wichtige Menschen, weil die sind tatsächlich, seitdem ich da bin, schon da. Die sind schon viel länger vorher da gewesen. Die sind eigentlich seit immer da und ich glaube, die werden noch immer hier sein. Und die gehören einfach zu dieser Veranstaltung. Und es wäre komisch, wenn die nicht da wären. Jetzt müsst ihr alle mal winken. Das ist hier die Zuckertruppe sozusagen. Die machen hier unter anderem den Einritt auf für die Pferde, wenn die hier reingaloppieren. Und das ist irgendwie total schön, weil die haben immer ein Lächeln für mich übrig. Oh, die Annika von Volker. Guck mal, ich habe mein Mikrofon bekommen. Hallo Volker. Ich höre dich super. Jetzt bist du indirekt auch in meinem YouTube-Blog drin, aber man kann dich ja nicht hören. So, was ihr jetzt gerade hier gesehen habt, das ist sozusagen der Toncheck. Da kriege ich mein Mikrofon in die Hand und hier, man sieht es gar nicht, ne? Ich habe so ein Öhrchen im Ohr, darüber bin ich mit der Regie verbunden. Und die erklären mir dann immer die ganze Zeit, was ich doch anders machen soll oder wenn es Programmänderungen gibt oder spontane Sachen sich ergeben. Und ja, vorher rede ich immer einmal mit dem Volker, das ist mein Regisseur, und checke, ob wir uns gegenseitig auch gut hören können. Und dann kann es losgehen. Fast 9 Uhr, gleich geht's los. So, die erste Prüfung des Tages ist gelaufen. Jetzt ist gleich Siegerehrung. Und für mich heißt das, ich gehe wieder in die Mitte des Stadions. Nehme euch natürlich mit, weil jetzt ein Haufen Moderationen anstehen. Das heißt, wir machen so Einspieler, kleine Filmchen. Ich erzähle was zu Sponsoren, zu Texten und so weiter. Und also das hier ist jetzt mal ein Sprung. Ich habe ja gesagt, ich nehme euch mit rein. Das ist jetzt aber eher so einer von den Kleinen. Also ich stehe hier meist neben den Sprüngen und denke mir, oh mein Gott, wie kann ein Pferd darüber springen? Absoluter Wahnsinn. Und da ist mein Kamerateam.
ich euch eins sagen. Also ich bin ja selber wirklich auch gerne Turniere geritten. Ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit so einem Turnier hier. Aber einmal, ein einziges Mal im Leben eine CHIO-Schleife am Kopf des Pferdes haben. Boah, das wäre schon was. Und wenn schon nicht mitgeritten und gewonnen, dann vielleicht einfach eine CHIO-Schleife zu Hause an die Wand hängen. Das wäre auch was. Ich überlege tatsächlich jedes Jahr, ob ich mir so eine Schleife mopse irgendwo. Aber ich glaube, das gibt nichts. Jetzt sind wir im CHIO-Bürogebäude. Und hier versteckt sich das Presseteam. Hier wird ganz, ganz fleißig gearbeitet. Das ist nämlich sozusagen das Pressebüro vom CHIO. Und hier sind alle ganz fleißig. Hier wird ganz fleißig getippert und Pressemitteilungen und Internetseiten und alles gemacht, was man so im Netz finden kann. Deshalb störe ich jetzt hier auch mal nicht länger. Wir gehen lieber wieder ins Stadion. Im Aufzug mit Frank Rothenberger. Guckt mal. Die Madeleine soll hier genau. Von dir gehen. Von Madeleine. Für den Hindernissen, die Stangen Eduardo Alvarez als Nahrheit aufgegeben. Beide gut teilen. Nicht so früh retired. Genau, man weiß das hier nie. Ja, guckt mal, da ist er. Darf ich ihn einmal anfassen? Wir lieben den CIO, weil die Atmosphäre hier so toll ist. Ich liebe die Atmosphäre hier in Aachen einfach, deswegen komme ich immer wieder hier hin. Macht uns Freude, macht Spaß. Das ist einfach mega cool mit dem großen Turnier und die ganzen Pferde mal zu sehen. Und habe ich das ganze Wochenende gewartet. Nee, eigentlich sogar die letzten 4 Jahre, weil ich ja immer diese Schleifen anhimmel und guckt mal, was ich hier habe. Und nicht irgendeine. Es ist eine goldene. Also ich habe sie nicht erritten, ich habe sie auch nicht gewonnen. Ich habe sie auch nicht verdient und ich darf sie auch nicht behalten. Aber ich habe sie mal in der Hand gehabt.